Die Frage lautet, wann gilt das Kündigungsschutzgesetz? Die Leute denken immer, das gilt für alles und jeden. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn die Fristen, die wir gerade besprochen haben, nicht einhalten. Nein, das hat mit den Fristen überhaupt Also. nichts zu tun. Nein, 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 langsam. Das Kündigungsschutzgesetz gilt, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Zwei Bedingungen. Erstens, zweitens. Das erste ist eine persönliche und das zweite ist eine betriebliche. Und die erste Bedingung ist Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate. 6 Monate und einen Tag und Sie haben die erste Bedingung erfüllt. 6 Monate und einen Tag. Länger als 6 Monate. Ja, nicht genau 6 Monate. 6 Monate und einen Tag mindestens. Das ist die persönliche Voraussetzung. Und das zweite ist eine betriebliche Voraussetzung, nämlich mehr als 10 Beschäftigte. Mehr als 10 Beschäftigte. Wobei, wenn Sie jetzt Teilzeitkräfte haben, steht im Kündigungsschutzgesetz genau drin, wie man das berechnet. Ja? Ja, das ist genau, das muss man nicht auswendig wissen. Aber diese beiden Bedingungen sollte man kennen. Ja, das Kündigungsschutzgesetz gilt nicht für jeden. Wenn das Kündigungsschutzgesetz nicht gilt und auch sonst keine Schutzgesetze, ist die Kündigung für den Arbeitgeber genauso problemlos wie für den Arbeitnehmer. Was bleibt? Was muss der Arbeitgeber beachten, wenn kein Schutzgesetz gilt? Wie kann er dann kündigen, wenn kein Schutzgesetz gilt? Mehr Ordnung. Was muss er beachten? Was muss der Arbeitgeber beachten, wenn kein Schutzgesetz gilt? Wenn also das eine Pommesbude ist mit 7 Leuten. Die empfangsbedürftige Wünsche. Aha. Empfangsbedürftigungsrechner heißt was? Der muss im schriftlich. Schriftform muss er beachten und die Fristen. Ja. So, und das ist es. Ja, noch einmal, wenn keine Schutzgesetze gelten, ist die Kündigung für den Arbeitgeber genauso problemlos möglich wie für den Arbeitnehmer. Das Kernkonzept des Kündigungsschutzgesetzes ist, dass der Arbeitgeber anders als der Arbeitnehmer Gründe braucht. Der Arbeitnehmer braucht nie Gründe. Der muss es nur formal richtig machen, aber er muss es nicht inhaltlich begründen. Er hat Gründe, sonst würde er es nicht tun, aber er muss sie nicht nennen. Und sie müssen auch nicht geprüft werden, ob das gute Gründe sind. Der Arbeitnehmer braucht keine Gründe für den Arbeitgeber, um sein Arbeitsverhältnis zu beenden. Er hat Gründe für sich selber. Ja? Aber der Arbeitgeber braucht Gründe. Und zwar nicht irgendwelche Gründe, sondern ganz spezielle, ganz bestimmte. Ja? Also erst prüfen, ob das Kündigungsschutzgesetz gilt. Und wenn das Kündigungsschutzgesetz gilt, dann braucht der Arbeitgeber Gründe. Und welche Gründe das sind, das schauen wir uns im Folgenden an. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.